Herzlich willkommen bei Autobild TV, das Magazin. Heute gehen Sie mit uns auf die Jagd. Der kleine Karl. Opel hat einen neuen Wagen für das Volk. Der offene Sportler. Erste Fahrt im neuen Audi TT Roadster. Und der eiskalte Jäger auf Neuhaltenpirsch am Nordpolarkreis. Was Karl Lagerfeld wohl dazu sagt, der neue Karl ist nämlich ein kleiner Karl, ein Opel Karl. Für die Marke mit dem Blitz geht's wieder aufwärts. Mit dem Mokka und dem Adam haben sie neue Kunden gewonnen und jetzt wollen die Opelaner mit dem Karl einen neuen Wagen für das Volk präsentieren. Wir haben uns schon mal reingesetzt. Der Name war ein riesengroßes Geheimnis bei Opel, als bekannt wurde, dass es einen neuen Kleinwagen geben wird. Opels neuester heißt Karl. Der kommt zwar erst im Sommer zu den Händlern, aber wir dürfen heute schon mal einen Blick drauf werfen. Und so sieht er aus. Bilder gibt es inzwischen viele. Gefahren sind bisher nur Opel-Mitarbeiter oder Models für erste Fahraufnahmen. Bewegen durften wir ihn zwar noch nicht, aber Autobild-Mitarbeiter Stefan Diehl durfte anfassen und ausprobieren. Opels kleinster wird in Korea gebaut und ist quasi der Bruder vom Chevrolet Spark. Hier bei uns in Deutschland wird Karlchen mit nur einer Motorisierung, einem Getriebe, drei Ausstattungslinien, 10 verschiedene Farben angeboten. Die Idee dahinter ist, dass das Auto einfach beim Händler so mitgenommen wird, wie er da steht. Jetzt schauen wir uns doch mal an, ist das hier auch Korea-Qualität oder ist es doch Opel-Qualität? Der Armaturenträger ist gummiert, das fühlt sich gut an. Hier edel im Klavierlack, Hochglanzflächen, großes Entertainment-System, Lenkrad-Fernbedienung. Der Produktmanager hat uns erzählt, es gibt auch eine Lenkradheizung gegen Aufpreis. Und wie wir hier sehen, gibt es auch eine Kombination aus Stoff- und Kunstledersitzen. Aber das ist den oberen Ausstattungslinie vorbehalten. Und dann können die Sitze auch beheizt werden. Klimaanlage ist auch drin, kostet natürlich auch Aufpreis. Vordersitze von Karl sind ordentlich, fühlen sich gut an. Das passt ganz gut. Ich bin ja 1,88 groß und habe mir den Fahrersitz mal auf meine Größe eingestellt. Jetzt wollen wir mal schauen, was der Fond von Karlchen zu bieten hat. Naja, da wird es dann schon gemütlich, aber für kurze Strecken wird es wohl gehen. Vorteil hier ist, das ist ein 5-Sitzer-Modell. Die Basis für 9.500 Euro hat nur 4 Sitze. 206 Liter passen hier hinten rein und wenn die mittlere Ausstattungslinie geordert wurde, dann lassen sich die Rücksitzlehnen im Verhältnis 1/3, 2/3 umlegen. Dann entsteht eine fast ebene Ladefläche und dachhoch beladen sind 1013 Liter Stauvolumen im Heck des Karls. Und wer ein bisschen Aufpreis zahlt, der kriegt auch ein richtiges Ersatzrad in den Kofferraum. Opels Philosophie ist simpel, das Auto aus dem Baukasten. Deswegen gibt es im Karl auch nur eine einzige Motorisierung. Ein Dreizylinder, 1 Liter Hubraum, 75 PS. Beschleunigt den Karl auf eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Der Motor ist von der Opel-Mutter General Motors entwickelt. Ist ein 1 Liter Sauger, nicht aufgeladen und erfüllt die Euro 6 Norm. Im Schnitt soll er 4,5 Liter Benzin verbrauchen, allerdings super. Wir kennen den Corsa, den bewährten Klassiker im Kleinwagensegment. Wir kennen den Adam, den neuen Lifestyle-Mini der Marke. Doch was soll jetzt eigentlich Opel Karl? Ganz klar, das ist das neue Einsteigermodell und er soll preissensible Kunden in die Showrooms locken. Was bietet der Wagen? Er ist pfiffig gestaltet, ordentlich verarbeitet. Es gibt einen 75 PS Motor, 5 Sitzplätze, alles in allem ein rundes Paket. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, was kostet denn der Spaß? Antwort: 9.500 Euro plus Überführung. Ich denke, das ist ein faires Angebot. Die Konkurrenten des kleinsten Opels heißen Hyundai i10, VW Up, Kia Picanto, Fiat Panda und Dacia Sandero. Ein enges Feld, in dem sich der Opel Karl behaupten möchte.
Der Audi TT, der hat sich mittlerweile schon einen kleinen Kultstatus erworben. Dabei hatte er es nicht immer einfach. Bei Audi denkt man sicherlich nicht ganz so gerne daran zurück, als die erste Generation wegen eines fehlenden Heckflügels von der Straße abgekommen ist. Aber diese Dinge sind Geschichte. Die Zukunft, die gehört der dritten TT-Generation. Und die ist jetzt auch oben offen zu haben. Purismus in seiner schönsten Form. So selbstbewusst preist Audi sein neuestes Baby für Frischluftfanatiker. Beim neuen TT Roadster 2.0 TFSI bietet Audi alles auf, was der weite Technikfundus des VW-Konzerns hergibt. 230 Benziner PS aus dem Golf GTI, sogar 310 PS bei diesem TTS. Doppelkupplungsgetriebe, den modernsten leichteren Allrad und den fesselnden elektronischen Guckkasten, kurz Virtual Cockpit, den wir schon im Coupé bestaunt haben. Der Rest des Innenraums glänzt wieder mit piekfeinen Materialien, so hochwertig, dass man fast ein schlechtes Gewissen kriegt, dieses edle Schatzkästchen offen am Strand zu parken. Neu in der Serienausstattung sind Sportsitze, Xenonlicht, optional gibt's das Audi Matrixlicht, LED-Rückleuchten und natürlich das Wichtigste, das elektrisch öffnende Dach. Also selbst auf Mallorca herrscht natürlich Anfang Februar noch Winter. Hier ist es trotzdem einigermaßen warm mit 13 Grad, deutlich milder als in Deutschland. Dafür stürmt es hier wie Hölle. So richtiges Cabrio-Wetter ist das zwar noch nicht, aber das hier ist die dritte Generation des Audi TT Roadster, genauer der TTS Roadster. Und den wollen wir hier auf jeden Fall offen erleben. Das elektrische Dach des neuen Roadsters öffnet sich innerhalb von 10 Sekunden. Beim Zusammenfalten legt sich das gedämmte, nur 39 Kilo leichte Softtop in eine Aluwanne, in der es den 280 Liter großen Kofferraum nicht beeinträchtigt. Der neue TT Roadster misst ebenso wie dieser TTS Roadster 4,18 Meter in der Länge bei 2,51 Meter Radstand. Seine Überhänge sind kurz. Mit Blick auf die Sicherheit und die Torsionssteifigkeit haben die Ingenieure die Karosserie des Roadsters im Vergleich zum Coupé ganz bewusst in wichtigen Bereichen verstärkt. Mit dem 2.0 TFSI-Motor und Handschaltung wiegt der TT Roadster leer nur 1320 Kilogramm. Das Öffnen und Schließen des Daches ist auch während der Fahrt möglich, bis Tempo 50 verspricht Audi. Unsere Testfahrt zeigt, dass die Ingolstädter nicht übertreiben. Scheinbar mühelos lässt sich das mit Stahl, Alu und Magnesium verstärkte Verdeck auf- und zufahren. Für 460 Euro extra fährt sogar das Windschott elektrisch hoch. Dazu bietet Audi optional Sportsitze mit Nackenheizung an. Also der offene Genuss gestaltet sich wie erwartet etwas stürmisch, aber eins muss man feststellen. Bei unserer Tour durch die Berge Mallorcas, hier quietscht und knarzt wirklich mal gar nichts. Und gerade bei diesen engen Serpentinen mit ordentlich Steigung, da zeigt der TTS wirklich mal richtig, was er für Reserven hat. Ab etwa so 3.500 Touren, da öffnet sich im Auspuff eine Klappe und dann röhrt er noch mal richtig. Und das Fahrwerk, also damit klebt der TTS förmlich auf dem Asphalt. Der Allradantrieb unterdrückt jedes Zucken und setzt dann auf der letzten Rille ein paar gezielte Korrekturbremsungen. Rein fahrdynamisch macht dem Audi wirklich damit in dieser Klasse keiner was vor. Der kann mehr als der Fahrer und die engen Bergstraßen tatsächlich erlauben. Nur vom Coupé, da wissen wir ja bereits, dass im Grenzbereich Lenkung und Antrieb so ein klein bisschen unecht wirken. Der neue TTS Roadster glänzt mit 310 PS, die ihn abgeregelt bis auf 250 Stundenkilometer Topspeed beschleunigen. Mit der optionalen S-Tronic dauert der Sprint auf 100 nur 4,9 Sekunden. Verbrauch laut Audi 6,9 Liter. Preislich startet der TTS als Roadster bei 52.300 Euro. Also was natürlich nicht ganz unwichtig ist bei so einem Cabrio mit Stoffmütze ist, wie groß ist der Lärm bei geschlossenem Verdeck. Wir fahren jetzt circa 50 Stundenkilometer und messen einen Geräuschpegel von ungefähr 75 Dezibel. Das ist zwar jetzt keine aussagefähige Testmessung, aber Audi verspricht, dass durch dieses nun serienmäßige Akustikverdeck mit einer dicken Fließschicht über dem Innenhimmel der Geräuschpegel im Innenraum um 6 Dezibel gegenüber dem Vormodell gesenkt werden konnte.
Und das ist tatsächlich sehr beachtlich. Ich genieße den Rest der Fahrt durch das Tramuntana-Gebirge Mallorcas lieber wieder oben ohne. Mittlerweile habe ich die winterlichen Stürme Spaniens vergessen. Zeit für ein Fazit. Dieser TT ist sicherlich zwischen BMW Z4 und Mercedes SLK das kompetenteste Cabrio, aber es ist kein echter Roadster. Das ist kein Offener, der seinem Fahrer die Macht in die Hand gibt und sagt, so, jetzt mach du mal. Das pure, die hautnahe Emotion bleibt leider bei diesem Wagen etwas auf der Strecke. Schon bald soll der TT RS folgen. Mit seinen 367 PS und dem famosen Turbo-5-Zylinder zieht im Audi Roadster dann sicher ein wenig von dem ein, was ihm derzeit noch fehlt. Ein Schuss Abenteuer. Die Bayern kämpfen wieder mal um die Meisterschaft. Nicht im Fußball, sondern in der Mittelklasse. Und eine Legende kehrt zurück, zumindest dem Namen nach. Hier kommt der Autobild Insider. 2015 wird das Jahr des neuen Audi A4. Der soll vor allem den Werbespruch von Audi, Vorsprung durch Technik, erfüllen. Zum Beispiel beim Thema Effizienz. Die neuen Motoren sollen das Verdichtungsverhältnis an die geforderte Leistung anpassen und so Sprit sparen. Außerdem wird es wohl ein zentrales Fahrerassistenzsteuergerät geben. Das vereinigt alle Assistenzsysteme inklusive Echtzeitbeobachtung anderer Verkehrsteilnehmer. Vollautonomes Fahren wäre somit theoretisch möglich. Beim Design geht es allerdings noch nicht ganz so revolutionär zu. Da ist der neue eher eine Weiterentwicklung. Nach 54 Jahren feiert die Marke Borgward ihr Comeback auf dem Genfer Autosalon 2015. Der neue Besitzer kommt aus China und soll nach Insider-Informationen der chinesische Nutzfahrzeugriese Baiqi Phantom Motor Company sein, der sich im März 2014 die Borgward-Markenrechte sicherte. Insgesamt 5 Modelle will Futon ab 2015 auf den Markt bringen, darunter eine Oberklasse-Limousine. Wie sie aussehen könnte, zeigt die Autobild schon jetzt. BMW baut schon am kommenden 3er BMW. Der neue soll 2017 auf den Markt kommen und wird auch mit Dreizylinder und skalierbarem Plug-in-Hybriden kommen. Beim Thema Sicherheit werden die Assistenzsysteme vom 7er übernommen. Der neue 3er kann dann selbstständig einparken, die Spur halten oder wechseln, bei Gefahr abbremsen, unter bestimmten Bedingungen überholen, teilautonom fahren und den Fahrer im Stop-and-Go-Verkehr bis Tempo 60 entlasten. Zudem will BMW den nächsten 3er komfortabler machen, ohne dass er seine Sportlichkeit verliert. Er beobachtet das Wild in der eisigen Seenlandschaft von Nordschweden. Wagt sich die Beute heute aus der Deckung? Kommt er frei zum Schuss? Dann ist es soweit. Er drückt ab und hofft, dass er richtig getroffen hat. Andreas Konrad ist Jäger. Erlkönig Jäger. Er ist für uns am Nordpolarkreis, um die neuesten Modelle aufs Korn zu nehmen. Wir haben ihn bei der Pirsch begleitet. Nordschweden, weites Land mit vielen Geheimnissen. Das ist das Revier von Andreas Konrad. Nur die Kamera ist sein Begleiter in der Einsamkeit. Aber dieses Mal sind wir mit dabei auf der Suche nach den Erlkönigen. Verschneite Wälder, soweit das Auge reicht. Andreas Konrad folgt seinem Instinkt. So, und Ankerwurf? Der 49-Jährige, mit der Branche vertraut und doch immer auf sich allein gestellt. Vögelchen in der Industrie, in der Entwicklungsabteilung, das gibt's leider nicht mehr. Das hat es früher wohl mal gegeben. Aber inzwischen verdienen die alle so gutes Geld und haben Angst um ihre Jobs, da redet keiner mehr. Am Rande des Polarkreises. Die Schönheit der Natur ist sekundär. Er hat nur eines in seinem Fokus. Warte mal, was kommt von vorne? Das könnte BMW 7er sein. Nee, ist aber nicht. Der Chevrolet Cruze, der cruist hier die ganze Zeit durch Lappland. Und den hat er natürlich schon längst im Kasten. Massenhaft Autos auf dem See, aber im Moment noch offensichtlich alles Serienfahrzeuge. Na, okay. Und weiter geht's. Auf die Hauptstraße. Das ist ein Autotransporter, der hat neue Ware gebracht. Da kriegen wir vielleicht was zu tun hier. Und manchmal schneller, als man denkt. Ja, mal gleich gucken. Da kommt der 7er BMW. Und der haut jetzt ab. Da fahren wir mal hinterher. Das Foto von hinten ist schnell gemacht. Aber die Frontpartie ist das Entscheidende. Jetzt versuchen wir, einen Abstand rauszufahren. Und dann halten wir an und fotografieren ihn von vorne.
Tempo 90 ist erlaubt. Aber Konrad hat das Bild im Kopf und nicht das Speed Limit. Ich glaube, hier gibt's keins. So, und Ankerwurf? Das heißt für ihn ab in den Tiefschnee und ganz schnell Position beziehen. Na, waren wir zu schnell? Oder der BMW hat keine Lust. Kann doch nicht sein hier. Auf eine unfreiwillige Fotosession. Der Siebener kommt, er ist zwar getarnt, aber Stück für Stück gibt er mehr Preis von seiner wahren Identität. Okay. Ja, guter Fang. Siebener BMW haben wir schon mal fotografiert vorher, aber jetzt mal im Wintertest. Schön. Bei den Bayern gibt es aber noch mehr Reizvolles. Ab zum Testgelände. Die freuen sich nicht, dass wir kommen, aber sie haben Gott sei Dank auch nicht wirklich was dagegen, beziehungsweise sie tun nichts gegen uns. Und das ist ja auch schon mal viel wert. Da gibt es auch andere Hersteller. Das ist der neue M2, der ist auch noch getarnt. Aber nicht jeder posiert so bereitwillig vor seiner Kamera. Man muss ja fast Mitleid haben, er mag nicht rausfahren, aber er wird so gerne. Abwarten, taktische Spielchen. Jetzt dreht der tatsächlich um, wegen so einer blöden Kiste. Das kann nicht wahr sein. Wegen so einem Auto machen die so ein Halligalli. Aber der Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg ist ein geduldiger Typ. BMW 2er Grand Tourer abgehakt. Na, geht doch. Nicht immer läuft es so friedlich ab. Ich habe gestern eine große Auseinandersetzung mit einem kleinen Ferrari-Testfahrer. Und der war richtig sauer, obwohl das Auto, das er dabei hatte, gar nicht so spektakulär war. Aber der wollte gleich Bilder löschen und meine Kamera in Schnee werfen und all so Sachen. Ein bisschen überzogen, ehrlich gesagt. 12 Uhr mittags in Aijeplog. Der Testbetrieb ruht. Andreas Konrad nicht. Die Hotels und Restaurants abklappern. Immer auf der Suche nach dem Bild. Sieh an. Die sind gerade dabei, den abzudecken. Das ist die neue E-Klasse von Mercedes. So, da müssen wir wohl lange warten, bis wir den haben. Die machen jetzt erstmal Mittag. Weiter geht's. Und wie hat eigentlich alles angefangen? Ich habe ursprünglich Fotolaborant gelernt. Und in diesem Labor war damals der König der Erlkönigjäger Kunde. Und habe mich gefragt, wen interessiert das? Und habe ihn dann irgendwann angesprochen. Das war Hans Lehmann. Und dann habe ich gelegentlich was für ihn gemacht und mit ihm zusammen gemacht. Und als ich dann mit der Fotografenlehre fertig war, habe ich mir gedacht, ich versuche es einfach mal, ob das auch bei mir funktioniert. Und das läuft jetzt seit 25 Jahren. Der Fotojäger pirscht sich an eine, wie er es nennt, Futterstelle ran. Und auch die Koreaner schätzen die vermeintliche Einsamkeit auf den schwedischen Seen. Das ist der neue Kia Optima. Allerdings noch heftig getarnt. Bis minus 30 Grad kann es hier kalt werden. Perfekte Bedingungen für die Automobilindustrie, aber nicht immer für Fotografen. Da kommt irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh Leute, das kann nicht wahr sein. Weg mit dem Nebel. Sein Job unberechenbar. Aber genau das ist die Herausforderung. Es ist immer irgendwas. Du sitzt gerade im Auto, angeschnallt, Jacke an, Musik an, guckst aus dem Fenster, geht es alles wieder von vorne los. Das stimmt. Man kann nie wirklich abschalten. Doch, irgendwann ist es dunkel, dann ist Schluss. Das neue SUV von Jaguar durchkreuzt aber den Plan vom Feierabend. Konrad versucht dran zu bleiben, dem Schneetreiben und den Straßenverhältnissen zum Trotz. Aber der edlen Raubkatze auf zwei Achsen gelingt die Flucht. Enttäuschung. Hier kamen jetzt auch verschiedene unglückliche Dinge zusammen. Der ist ja nun wirklich sehr schnell gefahren, auch durch die Stadt. Und wir hatten keine Chance zu überholen. Wir haben nichts gesehen vor lauter Schnee und Schneestaub, den der aufgewirbelt hat. Da war keine Chance dran vorbeizukommen. Und selbst wenn, wir hätten ihn blitzen müssen wegen der Dunkelheit und wir hätten vor allem Schnee im Bild gehabt und kaum Auto. Schnee, gutes Stichwort. Der nächste Tag, das Wetter ist noch schlechter. Die Flocken fliegen, heftige Winde, kaum Sicht. Statt guter Motive gibt es einen Cappuccino an der Tanke. Und eine Erkenntnis gratis dazu. Fährt wenig auf dem Eis und wir sehen wenig auf dem Eis. Also es ist mühsam zu fahren und vielleicht auch nicht ganz ungefährlich. Jetzt haben wir es halt abgebrochen. Dabei hat Andreas Konrad alles versucht, sogar mit dem Snowmobil. Aber das Wetter lässt an diesem Tag nur eines zu: Büroarbeit. Die Ausbeute von zwei Tagen wird gesichtet. Und auch wenn es manchmal beschwerlich ist, Andreas Konrad liebt seinen Job.
Was mich antreibt, ist eigentlich das Jagdfieber und so die Sensation zu liefern zu können. Es ist gar nicht so sehr die Leidenschaft fürs Auto, sondern eher für die Jagd. Eine Leidenschaft, von der er gut leben kann. Aber die Zeit, in der man damit reich werden konnte, ist vorbei. Andreas Konrad macht trotzdem weiter. Der Erlkönigjäger. Diesmal wurde er enttarnt. Das war's schon wieder für diese Woche. In der nächsten Sendung zeigen wir Ihnen einen Vergleich, der die Autowelt in zwei Lager spaltet. AMG gegen MGMBH. Der neue C63 gegen den M4. Also eine Art Klassiker in Neuauflage. Mercedes gegen BMW. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.